So, hallo. Erstmal, die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Ich bin ein bisschen am Krinkeln, deswegen lutsche ich auch Hustenbonbons. Und ich hoffe, ich kriege das trotzdem alles so halbwegs hin. Oh, hat jemand zufällig so ein bisschen Licht so zum Stehen hier oder so, damit ich meinen Zettel sehen kann? Hast du nicht gerade als an der Arbeit? Nee, nie. Okay, das wird vielleicht auch so funktionieren. Mal sehen. Genau, das Thema ist Go-Tooling und eigentlich ist es so ein bisschen leichter geworden. Ich wollte ein bisschen vorstellen, wie das funktioniert. Einerseits so ein paar Tools zeigen und andererseits halt, wie schreibt man Tools für Go? Wie funktioniert das? Um ein bisschen zu erklären, was ich meine mit Go-Tooling. Das ist so, als Go damals... als Go damals quasi erdacht wurde, war von vornherein so ein bisschen die Überlegung, eine Sprache zu schaffen, die nicht darauf angewiesen ist, dass man Tools für sie benutzt. Um zu verstehen, was damit gemeint ist, sollte man an sowas wie Java denken. Java ist eine Sprache, die ist gar nicht so übel, aber man will Java nicht ohne eine sinnvolle IDE schreiben, weil man irgendwie, also ohne dieses Feature generiere für diese Member Getter und Setter mit Java.commons und Stubs und Zeug, bringt es einfach keinen Spaß, Java zu schreiben. Oder ohne Tab-Completion oder so. Das heißt, bei Go war immer die Idee, möglichst ohne sowas, nicht darauf angewiesen zu sein, sowas zu benutzen. Und tatsächlich die allermeisten Menschen, die ich kenne, die irgendwie Go-Code schreiben, benutzen nur einen Editor, die benutzen keine IDE in irgendeiner Form. Auf der anderen Seite aber eine Sprache zu schaffen, die, für die man Tools schreiben kann. Indem man einerseits, indem man eine sehr einfache, reguläre Syntax hat und eine sehr einfache Spec. Ich meine, das hat noch andere Hintergedanken, warum man das alles haben will, aber ein Gedanke war halt, einfach Tools schreiben zu können und auch ein bisschen Werkzeuge zu geben, wie man Tools schreiben kann. So, und um ein bisschen so zu erzählen, was denn hier mit Tooling so gemeint ist, wenn man sich irgendwie diesen Code so anguckt, das ist so das erste große Go-Feature, ist das, was irgendwie vielleicht auffällt, ist, hier hat irgendwer mit Tabs indented und auch nur zwei und irgendwer weiß nicht, dass irgendwie Leerzeichen manchmal ganz praktisch sind, wenn man irgendwie Lesbarkeit erhöhen will vom Code und so. Und deswegen kommt Go von Haus aus mit einem Tool, dafür ist das ist relativ bekannt, das heißt GoFormat. Und GoFormat hat einfach, nimmt sich einfach Source Code her, passt den Syntax vor und schreibt es wieder raus in einem kanonischen Format. Und das heißt, die Idee dahinter ist einfach, wir haben einmal ein kanonisches Format, wir haben keine Flamewars mehr über wie man jetzt indentet und mit wie viel Tabs und Spaces und sowieso, sondern alles, was irgendwie automatisiert an Code-Formatierung passieren muss, dafür gibt es ein kanonisches Format und man benutzt einfach GoFormat und dann muss man sich darum nicht mehr kümmern. Und dafür habe ich in Vim ein Binding und das führt es einfach aus auf den aktuellen Source Code. Und das ist so mein Standard für, ja, ich schreibe irgendwie Code und dann möchte ich den gerade noch mal kurz durchlesen, dann mache ich kurz das Binding und dann ist der sofort sinnvoll formatiert. Und es macht halt mehr als nur ein reines Re-Indent. Es macht nämlich zum Beispiel auch diese ganzen Leerzeichen überall hin und da, wo sie nach kanonischem Format nicht sind. Und es macht auch Zeilenumbrüche so. Und das ist ganz praktisch. Oder es align zum Beispiel Struct-Members, so wie man sie haben will. So, und ein anderes Tool, was dann irgendwie als Ergänzung dazu rauskam, ist bei Go ist das so, Go hat so ein Package-System. Und wenn ich jetzt irgendwie versuche, das zu kompilieren, dafür habe ich auch ein Binding, dann sagt er mir jetzt zuerst, ah, okay, ich habe hier dieses FIMT, was er irgendwie nicht kennt, an vielen Stellen. Und er hat hier irgendwie diesen imported and not used go/ast. Das heißt, FIMT ist irgendwie so ein Paket, da muss ich irgendwie FIMT. Und go-ast ist ein Paket, was ich importiere. Und bei Go ist es ein Fehler, ein Paket zu importieren, wenn man es nicht wirklich braucht. Das heißt, das muss ich wieder rausnehmen. Und
Wenn ich das jetzt nochmal dingense, dann sagt er auch, ich habe immer noch kein, mir fehlt noch OS. Und da das sehr nervig ist, das alles zu tun, gibt es ein Tool, das ist dann von der Community contributed worden, das heißt Go Imports. Und Go Imports ist einerseits ein Go Format, ein Go Fimt, und andererseits schaut es sich an, welche Imports habe ich in dem Fall, die ich nicht brauche, und nimmt die raus und schaut sich an, welche Pakete benutze ich in dem Fall und habe sie nicht importiert und dreht, woher ich sie haben will und fügt sie automatisiert ein. Und dafür habe ich eigentlich auch ein Binding und das nehme ich einfach mal kurz mit rein, das habe ich derzeit auskommentiert in meiner Vim-Config. Das zu benutzen statt GoFormat. Und wenn ich das jetzt mal ausführe, dann sehen wir, okay, es passiert einfach alles so, wie es soll. Jetzt haben wir irgendwie OS importiert, wie wir es wollten, und Fimt importiert und so. Das heißt, das nimmt dann irgendwie den Overhead ab, irgendwie vor jedem Kompilieren einmal durchzugehen und zu sagen, stimmen meine Pakete noch? Sondern macht es einfach so, wie es soll, und man muss sich nicht mehr drum kümmern. Warum schreibst du es überhaupt noch rein? Genau, jetzt muss ich mich darum nicht mehr kümmern. Wenn ich jetzt anfange zu schreiben, kann ich einfach den ganzen Code schreiben und einfach einmal Go Imports ausführen und dann passiert das. Ja, wieso schreibst du das überhaupt? Warum macht das nicht der Compiler dann für dich? Achso, warum macht das nicht der Compiler für mich? Der Grund dafür ist, dass es eine Heuristik ist. Wenn du dir ein bisschen überlegst, also dass zum Beispiel hier benutze ich 5.fprinten. besseres Dings ist, oh, benutze ich euch. Genau. Das Problem ist, es könnte jetzt ein Paket foobar fimt geben und ein Paket foobars fimt und die würde ich beide ansprechen über 5.printen. Und das wäre ein Problem. Im Fall von GoImports rät er dann, welches du meinst, anhand von ein paar Heuristiken. Zum Beispiel hat es die Funktion, die du aufrufst und so. Aber wenn das zweideutig ist, könnte der Compiler das nicht auflösen. Das heißt, so oder so bräuchtest du die Möglichkeit, dem das zu sagen, welches du willst. Und das erleichtert natürlich auch dem Compiler den Job, wenn du ihm direkt sagst, welche Pakete du hier brauchst und welche nicht. Ist die Frage vielleicht entsprechend beantwortet? Ja. Also, es geht halt nicht perfekt vorherzusagen, und als die Sprache geschrieben wurde, gab es Go Imports auch noch nicht. Genau. Und das letzte Tool, was ich mir kurz vorstellen will, ist, weil es ein Prinzip einführt. Es gibt in Go das Prinzip von sogenannten Interfaces. Das ist ungefähr so wie bei Java unsere Interfaces sind, nur ein bisschen anders. Das heißt, man kann einen Typen definieren als Interface, und diesem Interface gibt man eine Reihe von Methoden, und jeder Typ, der diese Methoden hat, implementiert dieses Interface. Und das Standardbeispiel dafür sind so Sachen wie io.reader, also es gibt das Paket io, und es gibt das Interface reader, das ist alles, was eine read-Methode hat, welches so einen Byte-Array, also einen Byte-Slice, entgegennimmt und irgendwie die Anzahl an gelesenen Bytes und einen Error, falls einer aufgetreten ist, zurückgibt, sozusagen. Und das Spannende ist jetzt, jeder Typ kann dieses Interface implementieren, ohne zu sagen, ich bin ein io.reader. Und das ist ein großer Unterschied zu zum Beispiel Java-Interfaces. Das nennt sich Structural Implementation im Gegensatz zu Nominal Implementation. Das heißt, du implementierst etwas, in dem deine Struktur das einfach tut, statt ist, dass du es nominell per Namen ansagst. Und Reader ist jetzt ein relativ einfaches Interface, aber es gibt halt kompliziertere Interfaces. Und das vielleicht ein bisschen anstrengend ist. Ich meine, ich weiß, ich brauche einen Reader, weil ich den irgendwie an so eine Encryption oder sowas geben will. Und da es dann irgendwann anstrengend wird, sich alle Methoden im Kopf zu haben, die man dafür braucht, gibt es ein Tool, das heißt Impl. Und was man dem einfach sagt, ist, zum Beispiel, ich habe jetzt hier diesen Node, und wenn ich jetzt sage, ich möchte, dass dieser Node sagen wir zum Beispiel 5.stringer hat, ich erkläre gleich, was das ist, dann kann ich einfach in Impl sagen, mach mir mal alle Methoden, die ich brauche, um ein Node, um das Interface Stringer zu implementieren für diesen Node-Typ. Ja? Der schreibt hier die Boilerplate ein. Genau, der schreibt einfach nur Stuffs für alle Methoden rein.
Und für viele Methoden, für viele Interfaces ist das halt nicht nötig, also nicht kompliziert, weil das nur eine Methode ist, aber es gibt halt auch größere Interfaces, auch wenn Go das eigentlich discouraged. Und ja, primär wollte ich jetzt mal das Prinzip der Interfaces anführen. Mein Ziel ist es jetzt irgendwie ein bisschen vorzuführen, wie man ein Tool baut. Und dafür habe ich mir überlegt, was könnte man so als für so ein Tool nehmen. Und habe mir das überlegt. Ich möchte jetzt versuchen, ein Tool zu bauen, welches solche Graphen generiert aus Paketen. Und das heißt, ich gebe meinem Tool irgendwie so ein Paket, zum Beispiel I.O., und der zeigt mir einfach einen Graphen über alle Typen, die dieses Paket implementiert. Und welcher Typ, zum Beispiel welche Interfaces implementiert und welche nicht. Das ist für I.O. relativ klar, wenn man sich das Paket I.O. mal anguckt, haben die Interfaces alle so Namen wie Closer und Read Closer und Read Seeker und Read Write Closer. Da ist das relativ klar, dass ein Read Write Closer ist, das ist halt Read, das hat Write und das hat Close. Ein Read Closer ist, das ist halt Read und das hat Close. Da ist das relativ klar, aber für kompliziertere Pakete vielleicht irgendwann nicht mehr. Und dann möchte ich halt, dass man auf einen Blick quasi sieht, welche Typen haben wir. Naja, wir haben zum Beispiel hier haben wir Reader. Und Reader wird implementiert durch einen Limited Reader oder durch einen Read Writer oder durch einen Read Seeker oder durch einen Read Closer. Das heißt, die Idee ist einfach so eine Diagramme Pakete zu generieren. Und auf lange Sicht würde ich gerne auch noch mehr tun, nämlich Data Flow machen. Das heißt auch sagen, wo kann ich einen Wert dieses Typen herbekommen, von welchen Funktionen, aber das ist jetzt erstmal zu viel. Genau, das heißt, das ist das Ziel, wo wir irgendwie hinwollen. Wir wollen solche Graphen generieren und dann gucken wir mal, ob wir das irgendwie heute so hinbekommen. Dazu habe ich ja schon ein bisschen was gemacht. Das ist dieser Source-Code, den ich gerade gezeigt habe. Es gibt hier einfach eine Datenstruktur, Graph, und ein Graph ist einfach eine Liste von Nodes. Und ein Node hat jeweils einen Namen, der beschreibt, wie heißt dieser Typ. Es hat einen Kind. Kind ist entweder konkret für einen konkreten Typen, sowas wie Limit Reader oder sowas. Und Interface das ist halt ein Interface-Typ. Und es hat Nachbarn. Und die Nachbarn sind wiederum eine Liste von Knoten. Und das ist also unsere Grafeninfrastruktur. Und unser Ziel ist jetzt, die irgendwie zu füllen gleich. Dafür gibt es dieses Build Graph. Build Graph hat derzeit einfach so zu Demonstrationszwecken, baue ich hier einfach einmal so einen Graphen auf mit irgendwie so ein paar Typen aus diesem I.O.-Package. Und dann habe ich schon mal geschrieben, so eine Funktion WriteGraph, was die macht, ist, die nimmt halt so eine Graph-Datenstruktur und schreibt die in dem Dot-Format aus, Dot ist das Input-Format für GraphViz, und was so ein Graphen-Visualisierungstool ist, was ich einfach benutze, weil es ist sehr einfach, macht Graphen zu visualisieren. Und in der Main wird einfach nur einen Parameter übergeben, der den Import-Path des Paketes angibt, welches wir anzeigen wollen, zum Beispiel I.O. Und dann baut er sich da den Graphen zusammen und schreibt dann das in diese Dot-Datei. Und aus dieser Dot-Datei wird es dann einfach hier generiert direkt. Das heißt, wenn ich mir hier irgendwie mal diese Methode angucke und hier jetzt irgendwas ändere, zum Beispiel sage ich hier mal Foo stattdessen hin und das jetzt ausführe, dafür brauche ich ein neues Mapping. Sorry. Genau, also jetzt habe ich einfach ein Mapping gemacht. Ups. Was? Remap wieder T, Doppelpunkt, Go, Run, Prozent, also CR, stimmt das nicht? Kann jemand mit Linkkenntnissen? Ah. So. Na? Okay. Genau. Wenn ich jetzt Backslash T mache, dann wird einfach ausgeführt Go, Run, die aktuelle Datei, also main.go, mit dem Parameter IO. Das heißt, wir wollen das Paket I.O. malen und jetzt sehen wir hier, dass die Änderung sich in diesem Graphen widerspiegelt. Ne? Also wenn ich jetzt hier wieder I.O. reinschreibe und das ausführe, dann steht hier wieder I.O. Okay, soweit. Das ist so unser Rahmen, in dem wir uns bewegen. Das heißt, jetzt wollen wir erstmal anfangen, unseren Bildgraphen so zu machen, dass das funktioniert. Ich switche mal so ein bisschen zwischen Browser und so hin und her. Ich hoffe, das funktioniert halbwegs.
Genau. Go gibt uns zuerst in der Standard Library eine Reihe von Paketen mit, um mit Go-Code zu arbeiten. Das ist das erste Tool, um Tools zu schreiben. Das heißt, in der Standard Library ist bereits ein Go-Parser drin, das Go-Import-Tool und so Zeug. Und das erste, was wir brauchen, ist, wir haben ja nur den Import-Path eines Paketes gegeben. Das erste, was wir also machen wollen, ist, diesen Import-Path einmal auflösen zu einem richtigen Path. Der Import-Path ist immer wieder gespiegelt in der Dateisystem-Hierarchie. Aber es gibt zwei große Sachen, nämlich GoRoot und GoPath. Und in dem einen die einen Pakete, in dem anderen die anderen. Und je nachdem, wie das gesetzt ist, kann das unterschiedliche Sachen sein. Und je nachdem, was die derzeit in der Architektur sind, gibt es unterschiedliche Dateien, die uns daraus interessieren, weil zum Beispiel bestimmte Dateien nur unter Linux gebaut werden sollen und andere nur unter FreeBSD oder wie auch immer. Und eines dieser Tools, was uns irgendwie die Standard-Library gibt, ist das Go/Build-Paket. Und das Go/Build-Paket können wir einfach benutzen, um quasi die ganze Auflösung des Build-Prozesses zu machen. Das heißt, es hat hier sowas wie ein Import. Import ist eigentlich eine Kontextmethode. Und Import, Import returns details about the Go-Package named by the import path, also genau das, was wir wollen. Genau. Das heißt, das Erste, was wir machen, ist, wir nutzen offensichtlich diese Import-Funktion. Ich glaube, ich sollte vielleicht doch lieber so machen. Wir benutzen diese Import-Funktion, um an unser Paket ranzukommen. Und ich nenne das mal WPKG für Build Package, weil wir haben später noch verschiedene andere Package-Typen aus anderen Paketen. Genau, und wir sehen, die Funktion gibt uns ein Package und ein Error zurück und nimmt entgegen einen Import-Path. Licht wäre recht praktisch. Genau, den Import-Path. Build.import. Import-Path. Dann nimmt es ein Source-Dir, das ist das Source-Directory von unserem Paket, was uns interessiert. Naja, das ist für uns erstmal ein Punkt, weil es eigentlich egal sein sollte. Und eine sogenannte Import-Mode, die uns auch nicht so sehr interessiert. So. Und jetzt sollten wir dieses Paket haben und angenommen, es ist ein Fehler aufgetreten, dann geben wir den einfach zurück. Das heißt, jetzt haben wir so ein Build-Paket und jetzt ist die Frage, was können wir damit machen? Naja, das ist dieser Build.Package-Typ. Zwei Sachen, die uns dieses Build-Package gibt, ist einmal dir für das Directory, wo er diesen Source gefunden hat. Und was unendlich praktisch ist, es gibt uns Go-Files. Go-Files sind alle .go-Dateien in diesem Verzeichnis, die zu diesem Paket gehören, erstens. Und zweitens, die auch auf dieser Architektur mit diesen Build-Flags gebaut werden sollen. Das heißt, es ignoriert automatisch, da stehen automatisch mal alle Dateien zum Beispiel jetzt nicht drin, die für Windows-spezifische Builds sind oder für FreeBSD oder was auch immer. Genau, das heißt, wir kriegen schon mal unsere Files, wir kriegen bpkg.sourcefiles, go-files. Und die wollen wir jetzt alle parsen. Und dafür gibt es wiederum ein Paket. Das hatte ich ja schon angedeutet, in Go, und das Paket heißt Parser. Und Parser kann man einfach, hat einfach eine Funktion ParseFile, die parst einfach eine Datei. Das heißt, das ist das nächste, was wir aufrufen. Und zwar für jede Datei einzeln. Das heißt, wir gehen jetzt mal alle Dateien durch. Und parsen diese Files. Der erste Parameter, den Sie brauchen, ist ein Token Fileset. Da erkläre ich jetzt nicht so richtig, was das ist, aber die Idee ist einfach, dass das alle Informationen enthält über die Dateien und Dateipositionen, die wir so gespeichert haben. Und da gibt es einfach eine Methode New Fileset, glaube ich, die uns das zurückgibt. Das heißt, das ist einfach unser Fileset. Dann den Namen der Datei, die wir parsen wollen, die ist F. Aber da F relativ ist, müssen wir das noch verknüpfen mit dem Pfad des Pakets. Und Source ist, da können wir alternativ, nimm statt diesen Source-File, benutze folgenden String oder sowas zum Parsen. Das interessiert uns nicht wirklich. Und die Mode interessiert uns auch nicht. So, und was uns das zurückgibt, ist ein AST.file und ein Error. Das heißt, hier sagen wir wieder File, Error, if R ungleich null, return null Error.
Und jetzt haben wir das File, jeweils das einzelne File, und die wollen wir jetzt zusammensammeln, deswegen sagen wir, wir machen ein Array von Files und wir fügen da einfach unsere Datei rein. So. Gut. Soweit, so gut. Und wir können das auch mal ausprobieren. Was wir Dateien also findet, wenn wir das so machen. Und dann sagt er uns, er findet io.go, multi.go, pipe.go. Okay, ich finde offensichtlich Dateien, aber offensichtlich funktioniert bisher alles so halbwegs. Jetzt ist die Frage, jetzt haben wir unsere Dateien, was wollen wir damit jetzt eigentlich machen? Wir erinnern uns, wir wollen eigentlich rankommen an alle Typen, die in diesem Paket definiert sind und exportiert werden. Sekunde? Genau. Wie wir da rankommen, ist über das nächste Paket. Und das liegt jetzt leider nicht in der Standard Library, sondern das ist, liegt in einem separaten Repository. Es gibt nämlich noch dieses go.tools Repository, welches außerhalb der Standard Library liegt, sodass es nicht von der, nicht von der Stabilitätsgarantie von Go umfasst wird, damit man da einfacher Dinge dran ändern kann. Und das hat ein Paket go/types und package types declares the data types and implements the algorithms for type checking of Go packages. Und das klingt genau wie das, was wir wollen. Dieses Paket macht so Typenanalyse. Und dieses Paket hat unglaublich viele Typen. Wir können uns das hier mal in meinem fertigen Tool schon mal angucken. Auch wenn das ein bisschen geschummelt ist. Es hat relativ viele Typen und es hat im Wesentlichen irgendwie diese zwei zentralen Interfaces. Ein Typen und Objekten. Sekunde. Wobei Typen halt Typen sind und Objekte sind allgemeine Sprachobjekte. Zum Beispiel Typen Namen oder irgendwie Imports oder so Zeug. So, das heißt, unser nächster Schritt ist jetzt, wir wollen irgendwie mit diesem Typenpaket arbeiten und das hat auch wieder so ein zentrales Paket, Package, so einen zentralen Package-Type, wo habe ich ihn da? So einen zentralen Package-Type, ne? Und den kriegen wir offensichtlich durch die Check-Funktion. Also, das ist jetzt nicht so leicht zu sehen, aber in Go funktioniert, also in Godoc sieht man immer den Typen und dann werden zuerst die Funktionen genannt, wie man an diesen Typen kommt und dann wird gesagt, was für Methoden dieser Typ so hat. Und offensichtlich Check kann uns das geben und Check macht einfach einen Type-Check auf dieses Paket. Das heißt, wir sagen types.check und jetzt wird sich gleich direkt ergeben, das erste Mal ein Problem. Wir geben ihm den Import-Path, wir geben ihm das Fileset, in dem unsere geparsten Dateien liegen und wir geben ihm alle Files, die er mal parsen soll, die er checken soll. Und das gibt uns zurück ein Type Package und einen Error und wiederum fr und gleich 0. Return 0, r. So, und jetzt ignorieren wir mal kurz das Package, speichern das. Und das erste, was auffällt, ist, Go Imports hat uns hier jetzt go.x statt go.tools gegeben. Es gibt offensichtlich noch ein anderes Paket, welches Types heißt und was auch eine Check-Funktion hat. Das heißt, GoImports einfach benutzt Heuristiken, ist nicht perfekt und hat uns hier irgendwie verarscht. Das heißt, das ist das Erste. Wir ändern diesen Import. Und das Zweite ist, wenn wir das jetzt mal ausführen, dann sagt er uns zuerst, dass wir hier keine neuen Variablen definieren. Dann sagt er uns hier, achso, das brauchen wir offensichtlich nicht. Genau. Dann kotzt er uns erstmal Grütze auf dem Bildschirm. Und der Grund ist, no config.import or default import. Und dann schlägt er uns hier direkt vor, was wir machen sollen. Wir sollen dieses Paket hier importieren. Und der Grund dafür ist, dass ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, dieses Paket braucht, um zu funktionieren, ein Interface, welches ihm sagt, wie er kompilierte Pakete parsen soll. Weil es halt verschiedene Compiler gibt und jeder Compiler erzeugt unterschiedliche Objects. Und das hier ist eben der Importer für den Standard-Compiler. Genau. Und damit sollte das jetzt, genau, keine Fehler mehr werfen, aber noch nichts Neues machen. So, jetzt haben wir unser TPKG und wie kommen wir jetzt vom TPKG weiter? Sich da lang zu handeln ist unglaublich anstrengend und hat ziemlich lange gedauert, bis ich das durchblickt habe. Was es gibt, ist, es gibt den Typen Scope.
Und Scope klingt nach etwas, wenn man sich mit Programmieren auskennt, da liegen so Dinge drin. Und Scope hat auch... Also zum Beispiel kann man sich vielleicht vorstellen, uns interessiert der Global Scope, weil uns alle Identifier im Global Scope interessieren. Und Scope hat auch eine Methode Names, die gibt uns ein Array von Strings zurück. Und das heißt, das klingt so ungefähr wie sowas, was uns interessieren würde. Ja, das heißt, vielleicht ist so ein Scope das, was wir wollen. Und spannenderweise hat so ein Package, hat so eine Scope-Methode und die gibt uns ein Scope. Ne? Okay? Es klingt plausibel, dass wir uns mal angucken wollen, was passiert, wenn wir uns mal von tpkg.scope holen und wenn wir uns von Scope mal, wir sagen mal direkt Names, weil wir das Scope nicht mehr brauchen, die Names holen. Und die geben wir jetzt einfach mal aus und gucken mal, was er uns sagt. Tpkg ist undefined. Sorry. Und wir kriegen Byte-Reader, Byte-Scanner, Byte-Writer, Closer-Copy, Copy-N, EOF, Air-Close-Pipes. Also wir kriegen offensichtlich Identifier dieses Pakets, wenn man sich das Paket mal anguckt. Das sind alles Identifier von hier. Wir kriegen nicht nur Typen, sondern wir kriegen alle möglichen Identifier. Also zum Beispiel Air-Close-Pipes, Closed-Pipe ist kein Typ, sondern das ist eine Variable für eine bestimmte Art von Fehler. Aber zumindest haben wir mal alle Identifier, die uns so interessieren. Und das nächste, was wir uns angucken wollen, ist jetzt mal, was können wir mit den Names machen? Scope hat ein... Sekunde, Scope hat eine Methode lookup, der geben wir einen Name. Und der sucht dann in dem Scope nach diesem Name und gibt uns ein Object zurück. Was ein Object ist, wissen wir noch nicht. Aber das heißt, wir können jetzt mal sagen, wir gehen mal alle Names durch und lassen uns mal ausgeben den Namen und den Typen von dem dazugehörigen Objekt. Also Name und, wir brauchen doch das Scope. Und scope.lookup.name und stellen fest, das sind jetzt alle unsere Sachen. Wir stellen fest, Typen, also um das kurz zu erklären, Object ist ein Interface. Ne? Das heißt, es kann viele verschiedene Implementationen von Object geben. Und wenn wir uns das hier angucken, gibt es halt irgendwie diese 8 Implementationen in diesem Paket. ByteReader zum Beispiel ist ein TypeName und irgendwie sowas wie Copy ist eine Type.func. Das macht auch Sinn, wenn wir uns hier angucken, was Copy ist. Copy ist einfach eine Funktion. Das heißt, von all diesen Sachen, die wir hier zurückbekommen, sind die uns interessieren, eigentlich die, die ein TypeName sind. Ne? Weil alle Identifier, die kein TypeName sind, die interessieren uns erstmal nicht. Das heißt, wir können hier irgendwie mal so ein Dictionary machen, welches einem Identifier zuordnet, das dazugehörige Objekt. Und dann was hier sagen, wir können hier sagen, Objekt, sei mal das Objekt, welches wir der Lookupen. Und dann können wir sagen, wenn Objekt wenn Objekt ein Types.TypeName ist, dann sollen wir exported objects, dann speichern wir den einfach in dieser Map. Okay, das heißt, jetzt extrahieren wir erstmal alles, was ein TypeName ist. Okay, so, wenn wir das laufen lassen, sagt er uns Types.Object. Hier können wir direkt TypeName sagen. Genau, das heißt, hier speichern wir alle Names, die uns TypeNames geben. Jetzt wird es nochmal anstrengender, uns interessieren ja eigentlich nur die, die exportiert sind. Glücklicherweise hat TypeName
da. Type-Name. Type-Name hat eine Exported-Methode, die uns sagt, ob dieser Typ exportiert ist oder nicht. Das macht sich alleine fest am Namen. Wir können auch testen, ob der erste Buchstabe in groß geschrieben ist oder nicht. Aber wenn uns schon so eine Funktion gegeben wird, dann benutzen wir sie einfach. Das heißt, das hier ändern wir mal auf not okay, dann continuen wir. Und ansonsten checken wir, ob if not t.exported, dann continuen wir auch. Das heißt, wir skippen mal auch alle nicht exportierten. Und jetzt gucken wir mal, nur um das zu verifizieren, nochmal alle unsere exported objects an. Wir könnten die ja hier umbenennen, egal. Und sagen jeweils, sagen wir mal, was ist printf, wie heißt das und welchen Typ hat das? Name und Typ. Und dann sagt er uns, naja, wir haben ReadWriter, ByteWriter, Closer, ReaderAdd, ReaderFrom, RoomReader, bla bla bla. Und das heißt, was wir sehen, ist, das sind alles exportierte Typen und es sind alles auch Typen. Und sie haben alle den Typen TypeName, weil uns das nicht so verwundert, weil wir das genau auf die Art gesehen haben. So, jetzt wollen wir ja nicht TypeNames haben, sondern wir wollen checken, ob A, B implementiert oder nicht. Und es gibt eine Funktion, Implements, die gegeben einem Typ und einem Interface überprüft, ob dieser Typ dieses Interface implementiert. Offensichtlich wollen wir dahin. Wir wollen genau dann irgendwie da Knoten einfügen, wenn wir das haben. Genau dann Kanten einfügen, wenn wir das haben. Aber dafür müssen wir erstmal wissen, was sind eigentlich diese, also wie kommen wir an dieses Type, weil derzeit haben wir hier nur einen Type Name. Und wir müssen wissen, wie kommen wir an dieses Interface. Und wie wir das wiederum machen, ist, wir schauen uns mal Type Name an. Ich hoffe, ich werde rechtzeitig fertig für mein Paar. Type Name hat eine Funktion Type. Und eine Methode type und type gibt den underlying type raus, also das, der Typ, den dieser Name jetzt wirklich hat. Und wenn wir uns mal angucken, was das jeweils für Typen haben, die haben alle den Typen types.named. Okay, das sind also alles name types, spannende Geschichte. Überraschung ist jetzt nicht so, weil wir sie halt anhand ihres Namens angucken. Ich meine, es gibt auch anonyme Typen, aber die interessieren uns nicht. Aber named wiederum hat so einen underlying und das gibt uns wiederum einen type. Und underlying könnte irgendwie das sein, was wir wollen. Und tatsächlich, wenn wir das machen, dann kriegen wir hier halt so Dinge raus wie types.interface oder types.struct oder types, also so. Das heißt, wenn wir das so machen mit t.type.underlying, dann kriegen wir offensichtlich das, was uns interessiert, nämlich das zugrunde liegende Interface, wenn es ein Interface-Typ ist, oder den konkreten Typ, wenn es der konkrete Typ ist. Okay. Nächster Schritt, wir sortieren mal nach Interfaces und konkreten Typen. Das heißt, wir machen mal eine Map von String auf Types auf Interfaces und ein Concretes auf, wir können Type.struct nehmen, wenn euch das aufgefallen ist, aber wir nehmen hier Type.type. Weil nicht jeder zugrunde liegende Typ muss auch ein Struct sein. Und dann können wir hier einfach sagen, if t. wenn das ein types.interface ist, ich benutze hier die ganze Zeit GoSyntax, ohne mich darum zu kümmern, ob ich GoSyntax spreche. Aber ich hoffe, es ist inhaltlich klar, was ich mache, halbwegs. Dann, also alle Interfaces, die ich so finde, speichere ich mal in der Interface Map ab. Und alle anderen speichere ich in der Concretes Map ab. Gleich T. So, und zwar will ich nicht T speichern, sondern wir erinnern uns T.type.underlying. So. Jetzt haben wir alle unsere Typen beisammen. Jetzt bauen wir wirklich mal endlich unseren verdammten Graphen auf, wo wir eigentlich hin wollten. Das heißt, wir wollen jetzt für jeden Typen, den wir haben, wollen wir einen Node erstellen. Und genau. Und dann jeweils Kanten einfügen, wenn die zueinander in Beziehung stehen.
stehen. Das heißt, zuerst gehen wir mal alle unsere Interfaces durch. E-Faces, Range. Und, Sekunde. Und legen jeweils einen Node an. Der hat den Namen des Dings, hat den Kind Interface und hat derzeit noch keine Nachbarn. Und den müssen wir jetzt irgendwie speichern und dafür mache ich mal wieder ein. Warte, Sekunde, wie hatte ich das vor? Ich lege hier direkt den Graphen an und speichere direkt in den Graphen diesen neuen Node. Und das gleiche mache ich für die Concrete Types. So, und dann gebe ich hier noch B zurück. Und wenn jetzt alles geklappt hat, was ist das Problem? Achso, hier will ich auch. Das ist ein Pipe-Name. Ich will hier, oh Gott, Type.underline auch benutzen. Concrete. Und keine Fehler. Und jetzt haben wir hier alle Typen, die uns interessieren, in unserem Graphen endlich. Erster Schritt getan, oh mein Gott. Ich deviiere gerade leicht von meinem Plan. Nächster Schritt ist jetzt, wir wollen paarweise für alle Typen testen, ob sie sich gegenseitig implementieren. Das heißt, wir gehen mal alle konkreten Typen durch. Ich bin gleich fertig. Und gehen dafür jeweils alle Interfaces durch. Und sagen, wenn dieser Typ dieses Interface implementiert, dann wollen wir einen Knoten hinzufügen. Das Problem ist, wir wissen derzeit nicht, wo dieser Knoten in dieser Liste steht. Das heißt, wir machen uns mal einfach so eine temporäre Map, die uns einfach für einen Interface speichert, was der entsprechende Knoten ist. Und dann können wir hier sagen, das gleiche brauchen wir auch für Concretes, weil wir ja einen Fall von einem Concrete zu einem Interface haben wollen, wenn er das implementiert. Das heißt, hier kommt auch ein Node hin und hier sagen wir Concrete-Name ist gleich dieser Node. Und dann können wir hier einfach sagen, im Graphen vom Knoten füge an den Knoten Concrete Name an, an die Nachbarn an, Concrete N.N, den neuen Knoten E-Faces, Name des Interfaces. So, und wenn ich jetzt nichts falsch gemacht habe, sollte das tun, was es soll. Tut es aber nicht. Nein, das macht ja mein Dings. Was ich jetzt schon gemacht habe, ist ja korrekt mein Graphen aufgebaut. In der Theorie. Eigentlich ist der Graphen so, wie er soll. Es gibt jetzt ein Problem, wenn wir uns mal das I.O.-Package angucken. Ich meine, wenn wir uns den Graphen angucken, den wir haben, haben wir hier so Typen wie ReadCloser, ReadWriter, PipeReader und LimitedReader und so. Und wenn wir uns zum Beispiel mal Limited Reader angucken, dann hat er eine Methode Read, die er haben müsste, aber diese Methode ist nicht auf eine Variable vom Typ Limited Reader implementiert, sondern sie ist definiert für einen Pointer auf einen Limited Reader, deswegen dieser Stern hier. Und das sind in Code zwei unterschiedliche Typen. Ne? Also streng genommen, wenn es das eine ist, dann ist es das andere auch, aber das ist so eine andere Sache.
Das heißt, wir müssen hier noch testen, nicht nur, ob dieser Typ das implementiert, sondern auch, ob zum Beispiel ein Pointer auf diesen Typen das implementiert. Das heißt, wir können so sagen, Types.implements, jetzt brauchen wir einen Pointer auf diesen Typen und dafür gibt es hier diesen, es gibt diesen Pointer-Typ, diesen Pointer-Typ in Types und wir können einfach einen neuen Pointer mit dem gegebenen Typ implementieren über einen New Pointer. Das heißt, wir können hier mal sagen Type.new Pointer von Typen und wenn das Interface implementiert, dann wollen wir auch so Dings haben. Tada! Und jetzt funktioniert das immer noch nicht. Jetzt muss ich kurz mal meine Notes angucken. Wenn du in Chrome wechselst, hast du mehr Licht. Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Was ist denn das hier? Das ist ein Struct. Das sieht aber nicht richtig aus. Brauche ich das? Das brauchte ich. Genau, ich darf hier nicht Underline nehmen, weil, Sekunde. Ich versuche es kurz zu erklären. Und hier will ich gar nicht, hier will ich N haben. Genau, weil der natürlich der benamste Typ dieses Interface implementiert und nicht der zugrunde liegende Typ des benamsten Typs. Ne? Also es ist nicht das Struct, was das implementiert, sondern es ist das Struct, welches benamst ist mit Limited Reader oder sowas. Deswegen brauche ich hier nicht den Underline, sondern direkt den Type. Okay, gut zu wissen. Und jetzt haben wir schon mal im Wesentlichen unseren Graph so, wie wir ihn haben wollen. Ne? Und ich glaube, ich mache vielleicht jetzt hier einfach Schluss. Man kann sich jetzt noch vorstellen, es gibt jetzt noch irgendwie so Dinge, zum Beispiel ein Write-Seeker ist ja auch immer ein Writer. Das heißt, man kann jetzt auch checken, wo das kriege ich glaube ich noch hin. Ich kann jetzt hier auch durchgehen. Ich kann dann nochmal diese beiden Schleifen vielleicht vertauschen. Und kann hier jetzt auch noch durchgehen alle Interfaces. Und kann wiederum checken, if types.implements, wenn i2, es ist gar nicht so, komme ich gleich zu. Wenn i2 jetzt auch i implementiert, dann wollen wir iface i2.n wiederum iFaces heißt das, ne? So, wenn ich mich jetzt nicht verdacht habe, iFaces, ranhängen, doch iFaces ni. Genau, das heißt, wenn ein anderes Interface dieses Interface implementiert, dann soll das auch dazugefügt werden. Und jetzt haben wir das hier schon mal. Ne? Zum Beispiel jetzt haben wir auch von ReadCloser einen Pfeil nach Reader, weil jeder ReadCloser ist immer auch ein Reader. Und jetzt können wir hier noch zur Schönheit, weil wir uns hier angucken, jeder Typ, jedes Interface implementiert offensichtlich sich selbst. Das interessiert uns nicht so sehr. Das einfach mal überspringen. So, und das ist so ungefähr der Schritt, wo ich hinholen wollte. Jetzt sieht der Graph ein bisschen kacke aus, aber das kommt mit den Engines zusammen. Graph-Layout ist halt schwierig. Naja, aber man kann sich jetzt vorstellen, gerade in welcher Art und Weise können wir jetzt weitermachen und uns irgendwie angucken, was sind die Funktionen, die mein Paket hat. Wie hängen die Funktionen zusammen, mit welcher Funktion gibt was zurück, welche Funktion nimmt was als Parameter, sich darüber Dataflow-Diagramme reinmalen. Oder man kann sich angucken, in Go gibt es dieses Prinzip der Inheritance, nicht wirklich, sondern es gibt Embedding, das heißt ein Struct kann einen anderen Typen embedden. Das heißt, man könnte sich zum Beispiel auch angucken, welche Structs embedden welche anderen Structs und implementieren darüber Interfaces. Man könnte sich anschauen, ein Read-Write-Layer, zum Beispiel ein
Read-Write-Seeker ist ein Read-Seeker, ein Seeker, ein Write-Seeker, ein Read-Writer, aber eigentlich interessiert uns das alles gar nicht. Zum Beispiel ist es gar nicht wichtig zu wissen, dass ein Read-Write-Seeker auch ein Seeker ist, weil ein Read-Write-Seeker ist ja ein Read-Seeker und ein Read-Seeker ist ein Seeker. Das heißt, man könnte einen Teil der Kanten auch rauslöschen. Das habe ich hier auch gemacht, wenn man sich hier mal I.O. anguckt, habe ich das gemacht. Das heißt, man kann diesen Graphen jetzt noch ein bisschen verwurschteln und schöner machen und so, aber das ist alles so, where do we go from here? Das ist ein sehr anstrengendes Live-Coding und so, und wenn man keinen gucken kann, bestimmt auch voll gar nicht interessant. Aber sonst habe ich eine ganz coole Demonstration zu, was gibt uns wo eigentlich an Mitteln mit, um Tools zu implementieren. Ich meine, diese Pakete, die wir uns angeschaut haben, die sind sehr mächtig. Das heißt, man kann auch zum Beispiel könnte man Custom Editor Commands machen, die auf dem Syntaxbaum operieren. Das heißt sowas wie lösche diese Deklaration oder ne, lösche den nächsten umgebenden Block oder so Dinge werden dann möglich. Aber ich habe mich jetzt einfach für dieses Tool entschieden und das ist kompliziert. Gut, Frage. Ja. Wäre es nicht noch schön, den Kanten zuzuweisen, ob es ein Pointer ist oder nicht, oder ist es vollkommen egal? Ist von daher, also es wäre vielleicht schön, welche Informationen man anzeigen will und in welcher Art und Weise muss man sich halt überlegen. Und die Frage ist, wie relevant ist die Information? Am Ende wird man, egal wie schön ich dieses Diagramm mache, es können zwei Dinge auftreten. Entweder es sind alle Informationen enthalten, die ich brauche, um das Paket zu verwenden, oder es gibt mir einen schnellen Überblick und überlebt mich nicht. Der Punkt ist, ich muss eigentlich nicht wissen, ob ich einen Pointer brauche oder nicht, weil am Ende kann ich einfach mir die Dokumentation angucken und dann sehe ich, ob ich einen Pointer brauche oder nicht dafür. So halbwegs. Also vielmehr, die meisten Types in Go werden entweder als Pointer oder als Nicht-Pointer benutzt und ich sehe einfach, was ist so der prävalente Use Case davon. Insbesondere, wenn ich den Dataflow sehe, dann sehe ich im Wesentlichen ein Konstrukt, der wird mir immer einen Pointer zurückgeben oder wird mir immer einen Nicht-Pointer zurückgeben, aber da muss ich mich nicht mehr darum kümmern, ob das gilt, weil ich muss sowieso nochmal den anschauen. Deswegen wäre das für mich keine großartige Priorität. Man könnte zum Beispiel aber sich die Mühe machen zu sagen, statt hier Section wieder anzugucken, schaue ich mir einfach vom Tool her an, ob es ein Pointer oder ein Nicht-Pointer ist und nehme quasi das, schreibe hier als den auch das hin, was diese Interface wirklich implementiert. Man trennt die Typen wirklich explizit auf. Das kann man machen. Oder lässt dann zum Beispiel die Typen raus, die kein Interface implementieren oder nicht irgendwie interagieren. Das kann man alles. Könnte man machen, ist jetzt alles nur so eine Frage von Code schreiben, das ist halt alles. Ne? Ich meine, offensichtlich ist das Ergebnis hier auch noch ein ganz unterschiedliches Ergebnis als das hier. Ich meine, da, richtig spannend wird das, wenn man sich irgendwie anguckt, dass man natürlich auch mehr als ein Paket zusammenschließen kann und sich dann zum Beispiel angucken kann, ich mache mal das PNG auf, wenn man das besser zoomen kann. Und dann kann man sich irgendwie angucken, Buff.io gibt mir irgendwie Typen, zum Beispiel Buff.io und ReadWriter, okay, das ist auch relativ offensichtlich, dass es ein Reader und ein Writer ist, und welche I.O.-Dinge implementiert und sowas. Und man kann da beliebig viel Kram drauf machen, zum Beispiel, ich habe jetzt einen HTTP-Server, der die Graphen live generiert und so Zeug, aber das war jetzt nur so als Anfang, so das finde ich ganz okay. Ja, dann ist das, was du sagst, suggeriert, dass der nächste Schritt eigentlich wäre, das direkt mit der Doku zu verlinken. Ja, das passiert hier ja auch. Nicht in dem PNG, aber in dem SOP, weil das unterstützt. Ja, das ist der nächste Schritt und habe ich deswegen auch schon gemacht. was der nächste Schritt ist für einen, muss man sich halt entscheiden, wie man dieses Tool aufbauen will. Ich bin jetzt dabei, gerade zu implementieren, dass es mit den Funktionen passiert und das ist noch ein bisschen komplizierter, aber genau, aber ja. Es ist halt ein Starting Point, es ist noch kein vollständiges Tool, das hier ist auch noch lange kein vollständiges Tool, aber es ist ein Starting Point, um zu demonstrieren, irgendwie, wo man hingehen kann. Ja, sonst noch Fragen? Viel Overload? Könnt ihr ja, falls ihr euch irgendwann mal für Go interessiert, der Code, den werde ich auf GitHub stellen und alles. Die Aufnahme ja verlinken und dann könnt ihr euch das im Selbst irgendwo nochmal angucken. Aber ich fand es war sehr anstrengend, sich da reinzudenken. Es ist nicht so super simpel mit diesen Tools schreiben, aber es geht. Man kriegt genug Möglichkeiten mit, um eigentlich jede Idee für ein Tool, die man hat, auch aufzuschreiben.
dieses Impel, was ich am Anfang gezeigt habe, welches einfach die Stubs für eine Implementation hinschreibt, das ist übrigens Anschauungsobjekt gewesen durch die Inspiration für diesen Talk. Ich habe irgendwann einen Talk gesehen darüber und der hat halt dieses Impel da quasi nicht live implementiert, aber vorgestellt und wie er daran kam und wie er das gemacht hat als Motivation für, wie man Tools schreibt. Blöde Frage. Also die Definition eines Go-Tools ist im Grunde eine Go-Applikation, die auf dem AST oder Die Definition eines Tools, eines Go-Tools ist ein Tool, welches dir hilft, Go-Code zu schreiben. Also, es gibt keine richtige, also, das ist einfach, also, es gibt jetzt nicht Go-Tool im Dictionary, im Go-Jargon, sondern es ist immer, ich meine, zum Beispiel Go-Doc, das hier, das ist auch ein Go-Tool, weil ich meine, es zeigt die Dokumentation an. Alles, was irgendwie nicht Kernbestandteil der Sprache ist, sondern halt ein Tool, welches dir hilft mit Go arbeiten. Ich meine, am Ende würden viele Leute auch tatsächlich, wenn du sagst Go Build, so baust du in Go, so baust du Go-Code, das ist ein Tool eigentlich. Da läuft eigentlich das Go-Tool und das bildet das dann. Als eine Frage. Das war jetzt schon, ich sag mal, anders als die Sachen, die du zu Anfang vorgestellt hast, die den Source-Code direkt transformieren. Genau, also genau. Deswegen, ein Go-Tool ist ein Tool, welches dir hilft, mit Go zu arbeiten. Ich meine, Source Code zu transformieren ist die eine Sache. Ich meine, man kann sich halt vorstellen, sowas wie irgendwie, sowas wie Impel benutzt tatsächlich dieses Type-Paket. Das macht ungefähr das gleiche, was ich auch mache. Nur halt extrahiert es die Signatur und dumpt dann die Stubs. Aber sowas wie Go5 zum Beispiel oder sowas, das macht reine AST-Transformationen oder so Zeug. Ich meine, wonach es einem gerade liegt. Es ist erstaunlich einfach. Genau, also, du musst halt also mit dem Source-Code arbeiten. Genau, das Schöne ist, du musst halt nicht mit Bytes arbeiten, wenn du irgendwas machen willst. Wenn du sagst, ich wollte schon immer mal ein Tool, welches mir folgendes für Go macht, musst du nicht mit Bytes arbeiten, sondern du kannst auch mit dem AST arbeiten über relativ einfache Mittel. Und das ist einfach das, was ermöglicht sein soll. Und eigentlich meiner Meinung nach auch ist. Also, es ist schon relativ viel Overhead, weil es halt sehr mächtige Dings sind, aber man kommt relativ schnell zum Ziel. Okay, ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde gebraucht, das ist mehr als genug.